Unter dem Motto Frau schafft Film fand in diesem Jahr der Branchentreff der Kärntner Filmszene statt. Im Klagenfurter Burghof unterstrich Landeshauptmann Peter Kaiser die Wichtigkeit von Frauen in der Kulturszene. Zudem betonte Kaiser die Erhöhung der Kärntner Filmförderung auf 300.000 Euro pro Jahr. Hände waschen. Gerade gegen das Coronavirus ist diese einfache Hygienemaßnahme sehr wirksam. Am Aktionstag Saubere Hände im Bambergsaal des Villacher Parkhotels ging es vor allem um die Bewusstseinsbildung an Kärntner Gesundheitseinrichtungen. Unterstützt wird die Kampagne von Landeshauptmannstellvertreterin Beate Brettner. In den Monaten Juli und August bietet die Kärntner Landesregierung zahlreichen Ferialpraktikantinnen und Praktikanten die Möglichkeit, erste Einblicke in die Arbeitswelt zu bekommen. Im Rahmen von It's My Life Praktikum Plus können alle Praktikanten zudem ein interessantes Kursprogramm absolvieren. Am Welcome Day im Konzerthaus begrüßten Landeshauptmann Peter Kaiser und Landeshauptmannstellvertreterin Gabi Schaunig die neuen Praktikantinnen. Mit 94 Metern ist der Villacher Stadtpfarrturm Kärntens höchster Kirchturm. In den Sommermonaten ist er von Montag bis Samstag zwischen 10 und 16.30 Uhr geöffnet. Freien Eintritt gibt es für alle Besitzer der Kärntencard.